Die Yakuza. Japans gewalttätigstes Verbrecherkartell, das außerhalb der Gesetze arbeitet. Hier präsentieren wir dir erschreckende Fakten über die größte kriminelle Organisation der Welt. Nummer 8. Abschneiden der kleinen Finger. Zum Beitritt der schrecklichen Organisation Yakuza ist man eine Menge Schaden ausgesetzt, nicht nur von feindlichen Banden, sondern auch von ihren eigenen Mitgliedern. Scheitern wird oft nicht toleriert. Die Yakuza üben viele bizarre Rituale. Am bekanntesten sind für sie die Yubitsume, die Abtrennung von Teilen der kleinen Finger. Dies geschieht als eine Form der Buße, als Mittel der Entschuldigung oder Strafe. Der Täter präsentiert dann seinen abgetrennten Finger dem Chef. Dies dient zusätzlich als Symbol der Verpfändung der Loyalität. Manchmal muss ein untergereihter Chef diese Buße tun, um sich bei seinem höherstehenden Chef für die Fehler seiner Untergebenen zu entschuldigen. Der Ursprung dieses blutigen Rituals stammt aus der traditionellen Art der Samurai, wie man ein Katana zu halten hat. Das japanische Schwert wird durch einen festen Griff der unteren Finger gehalten. Der Verlust der Finger führt zu einem schwächeren Griff. Unfähig, sich richtig zu verteidigen, müssen sich die Krieger dann mehr auf ihre Führer verlassen, um so das individuelle Handeln zu reduzieren. Im Vergleich werden in Japan aus diesem Grund Manga-Zeichnungen in der Regel mit allen Fingern gezeichnet. Nicht so wie in vielen westlichen Karikaturen. Als Bob der Baumeister in Japan eingeführt wurde, mussten die Hände des Charakters verändert werden. Anstatt den ursprünglichen 4 Fingern pro Hand, zeichneten sie einen weiteren Finger dazu, um den Kindern nicht zu vermitteln, dass er mit den Yakuza verwickelt ist. Nummer 7. Ganzkörper-Tattoos. Ein weiteres bizarres und schmerzhaftes Ritual der Yakuza sind Ganzkörper-Tattoos. Diese Praxis ist bekannt als Iritsumi und existiert schon sehr lange in der Geschichte Japans. Es entwickelte sich von der Verwendung für Rituale und Statuszwecke hin zur Form der Bestrafung, um Kriminelle zu markieren. Das Tätowieren wurde schließlich in der Meiji-Zeit verboten, da die japanische Regierung versuchte, ihr Image zu schützen, um unter anderem den guten Eindruck im Westen aufrechtzuerhalten. Die Praxis wurde dennoch im Untergrund fortgesetzt, obwohl es nach dem Zweiten Weltkrieg legalisiert wurde, hatte es weiterhin sein Image der Kriminalität beibehalten. Tätowierungen unter Yakuza-Mitglieder umfassen in der Regel den gesamten Körper, einschließlich der Genitalien. Anstatt mit modernen elektrischen Methoden, stechen sie sich die Tattoos in der Regel mit der Hand aus geschärftem Stahl oder Bambus. Dieser Vorgang dauert nicht nur Jahre, um den ganzen Körper zu bedecken, sondern ist auch sehr schmerzhaft und dient als notwendiger Brauch für die Übergangszeit, bis man der Organisation beigehört. Ein weiterer Grund ist es auch, dass die meisten japanischen Bürger Tätowierungen vermeiden, aus Angst, mit einem Yakuza-Mitglied verwechselt zu werden. Eine andere grauenhafte Tatsache ist, dass diese stark tätowierte Haut oftmals von den Leichen der toten Yakuza-Mitglieder abgezogen wird, um in Galerien aufgestellt zu werden. Nummer 6. Gemeinschaftliche Erpressung. Die Yakuza sind für alle möglichen Verbrechen bekannt, welche von Menschenhandel, illegalem Handel, Sumo-Spielen und Feuerwaffengeschäften reichen. Aber eine der größten Handlungen ist die Erpressung. Im Vergleich zu der italienischen Mafia, welche in der Regel kleinere Unternehmen für Schutzgeld erpressen, übt die Yakuza ihre eigene, einzigartige Erpressungsmethode, die als Sokaya bekannt ist, aus. Typischerweise erpresst die Sokaya große Konzerne. Häufig konzentrieren sie sich auf Aktionärsversammlungen. Sie erhalten die Rechte durch die Teilnahme an den Sitzungen der Aktienkäufe und erschrecken dadurch andere Aktionäre durch ihre Anwesenheit. Die Sokaya finden alle schmutzigen Angelegenheiten der Geschäftsführer heraus, sei es geheime Liebesangelegenheiten, illegale Abkommen oder Skandale. Die Geschäftsführer haben dann keine andere Wahl, als in dieser Position zu zahlen. Führungskräfte, welche auf bezogene Skandale der Sokaya bekannt sind, haben oft ihr öffentliches Image und ihren Ruf dauerhaft geschädigt. Einer der größten Sokaya-Skandale war der Mitsubishi-Skandal in den späten 90er Jahren, in der Yakuza-Mitglieder Zugang zu ihren Gesellschaftsversammlungen erlangten. Unter der Drohung, wichtige Informationen zu kennen, wurde das Unternehmen gezwungen, der Yakuza bis zu 13 Millionen Yen zu bezahlen. Eine Weigerung der Forderung könnte zum Tode führen, was dem Vizepräsidenten von Fujifilm im Jahr 1995 durch ein Katana passierte, weil er nicht bezahlen wollte. Nummer 5. Erbe der Samurai. Einige Leute betrachten die Yakuza als die wahren Erben der nicht mehr bestehenden Kriegerklasse Samurai des feudalen Japans. Der Grund für diese Theorie liegt in einigen Ähnlichkeiten zwischen den beiden Gruppen. Yakuza sowie auch Samurai beruhen auf einem starken hierarchischen System, das auf Ehre und Unterwerfung beruht. Sie haben ein starkes Gefühl für Tradition und großen Stolz in dem, was sie tun. Gleichzeitig betrachten sie Gewalt und Mord als eine effektive Art und Weise, Dinge zu erledigen.
Die Yakuza benutzen auch ein Katana, das Schwert, welches einst von den Samurai getragen wurde, als ihre Wahl der Nahkampfwaffe. Nummer 4. Politische Beteiligung. Die Yakuza waren immer schon an der japanischen Politik beteiligt. Die Liberal-Demokratische Partei Japans, welche seit über 60 Jahren die Politik des Landes beherrscht, soll von den Yamaguchi-Gumi, die größte Yakuza-Organisation Japans, viel Spendengelder erhalten haben. Dies liegt an den Führern der Organisation, welche die nationalistische Rechtspartei unterstützten. Es wird auch gesagt, dass eine Reihe von bekannten Politikern Verbindungen zu den Yakuza gehabt hätten, einschließlich der Minister sowie der Premierminister. Dies ist für beide Parteien gut, da die Yakuza die Möglichkeit hatten, sich in die Politik einzumischen, während die Politiker Yakuza-Mitglieder für illegale Aktivitäten einsetzten, ohne sich dabei die Hände schmutzig zu machen. Im Jahr 2012 wurde Japans Justizminister Keishu Tanaka gezwungen, auf seinem Posten zurückzutreten, wenn herauskommen würde, dass er Verbindungen zu den Yakuza hätte. Aber selbst wenn sie keine Personen in der Politik eingebunden haben, können die Yakuza immer noch Erpressungstechniken direkt anwenden, wie sie es mit den Unternehmen tun. Es wird auch gemunkelt, dass die Yakuza in der Lage sind, Ergebnisse für Wahlen zu manipulieren, indem sie bestimmte Mengen an Stimmen für Kandidaten garantieren. Nummer 3. Ihre wahre Größe. Eines der schrecklichsten Dinge über die Yakuza ist ihre wahre Größe und ihr Einfluss. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde berichtet, dass die Anzahl der Yakuza-Mitglieder bis zu 184.000 drastisch gestiegen war. Dies entspricht etwa ein Yakuza-Mitglied für jeden zweiten Polizeibeamten. Dies war die größte Anzahl der Mitglieder in der Organisation und wurde als Bedrohung durch die amerikanischen Streitkräfte nach ihrer Besetzung von Japan wahrgenommen. Im Laufe der Jahre ist die Zahl zurückgegangen, sie soll aber immer noch über 100.000 sein. Außerdem ist die Yakuza von einer lokalen japanischen Organisation zu einem internationalen Gewaltverbrecherkartell gewachsen. Sie haben sich schon in anderen Ländern wie China, Südkorea und vor allem in den Vereinigten Staaten niedergelassen. Bekannt sind sie vor allem in Kalifornien, Nevada und New York. Dort haben sie ihre Wurzeln geschlagen und Allianzen und Partnerschaftsverhandlungen mit der italienischen Mafia, mit koreanischen und vietnamesischen Banden sowie chinesischen Triaden geschlossen. Ihre Tätigkeiten konzentrieren sich hier hauptsächlich auf Geldwäscherei, Schusswaffen und Drogenhandel sowie Prostitution und organisierte Glücksspiele. Ihr zentraler Ort auf amerikanischem Boden befindet sich in Hawaii, da die Inseln die perfekte Zwischenstation zwischen Japan und dem amerikanischen Festland dient. Im Jahr 2012 fror Präsident Obama die Vermögenswerte der Yamaguchi-Gumi in Amerika ein, um das Yakuza-Kartell davon abzuhalten, in Amerika illegale Geschäfte zu schließen. Nummer 2. Sie hassen es, lächerlich gemacht zu werden. Es ist durchaus bekannt, dass im berühmtesten Mafia-Film Der Pate niemals das Wort Mafia erwähnt wird. Dies ist vor allem der Grund, die wahre Mafia mit dem Film nicht aufzuregen, da sie sich ursprünglich dagegen wehrten. Auch die Yakuza nehmen die Dinge nicht leicht, wenn sie in einem Film schlecht abgebildet werden. 1922 veröffentlichte der berühmte japanische Filmemacher Yuzo Itami Mimbo einen Film, der sich über die Yakuza lustig machte. Der Film handelt von Verbrechern, welche als dumme Tyrannen dargestellt werden. Am Ende werden diese von einer intelligenten Anwältin ausgestoßen. Unzufrieden mit dem Film attackierten die Yakuza Itami, schlugen ihm ins Gesicht und auf die Schulter und hinterließen dem Filmemacher eine große Narbe im Gesicht. Offensichtlich war dies noch nicht das Ende. 1997 sprang der damals 64 Jahre alte Itami von dem Dach des Gebäudes, in dem er lebte, 8 Stockwerke in den Tod. Es wurde in der Öffentlichkeit als Selbstmord angegeben. Das Seltsame ist nur, dass Itamis Frau später unter Polizeischutz der Yakuza gestellt wurde. Ein amerikanischer Journalist und Schriftsteller von Verbrechern, Jake Adelstein, hatte eine andere Geschichte. Laut einer Quelle, sagte er, war das Kartell für den Messerangriff auf Itami und seinen Sprung in den Tod verantwortlich. Unter den Befehlen ihres Führers Tadamasa Goto waren die Verbrecher zu Itamis Haus gegangen und haben ihn durch eine Waffe auf das Dach gezwungen. Sie hatten ihm dann die Wahl gelassen zwischen einer Kugel in den Kopf oder einem Sprung vom Gelände, was eine etwas höhere Überlebenschance bot. So sprang Itami, wodurch die perfekte Illusion eines Selbstmordes geboten wurde. Nummer 1. Yakuza-Krieg. Die Yakuza sind bekannt für gewalttätige Rivalitäten zwischen verschiedenen Banden. Diese Rivalitäten gerieten jedoch manchmal außer Kontrolle und entwickelten sich zu Bandenkriegen. Der schlimmste Yakuza-Bandenkrieg war der Yamaichi-Krieg, der von 1985 bis 1989 in Japan stattfand.
Es entwickelte sich aus einem Nachfolgestreit der Yamaguchi Gumi, welcher Japans größtes und dominantestes Yakuza-Kartell ist. Eine Splittergruppe namens Ichiwakai wurde von einem verärgerten Bundesheerangestellten gebildet, der versäumte, die Top-Position des Yamaguchi Gumi-Kartells zu erben. Er veranlasste die Ermordung der führenden Figuren seiner früheren Banden, welche durch eine Schießerei in einem Aufzug durchgeführt wurde. Die Yamaguchi Gumi schworen Rache und starteten einen blutigen vierjährigen Krieg. Die Situationen gerieten so außer Kontrolle, dass eine lokale Zeitung täglich eine Zusammenstellung aller Todesfälle und Verletzungen beider Banden auf ihrer Titelseite druckte. Am Ende gewannen die Yamaguchi Gumi einen kostspieligen Sieg. Ein weiterer jüngerer Yakuza-Krieg war der Doshin-Seido-Krieg, welcher von 2006 bis 2013 andauerte. Dieser entstand durch ungefähr 500 Männer, welche sich von dem Doshinkai-Kartell abwandten, um ein neues Kartell zu bilden, welches Seido-Kei genannt wurde. Die neue Splittergruppe bildete eine Allianz mit den Yamaguchi-Gumi. Diese neue Verbindung führte zu einem blutigen siebenjährigen Krieg, der zur Verwendung von militärischen Maschinengewehren führte. Beide Seiten erlitten schwere Verluste. Auch wurde ein Zivilist während eines Schusswechsels getötet. Offiziell endete der Krieg im Jahr 2013, in dem beide Seiten eine öffentliche Entschuldigung ausstellten und das Seido-Kei sich auflöste.